Man ist auf uns auf jeden Fall angewiesen, weil jeder Mensch in Deutschland trinkt Trinkwasser, benötigt Trinkwasser, egal ob es zum Wäschewaschen, zum Duschen ist, ne? Also ohne Wasser läuft halt einfach nichts. Mein Name ist Svenja Strehmann, ich arbeite im Wasserwerk Berlin-Friedrichshagen und versorge Berlin auch in Krisenzeiten mit frischem Trinkwasser. Meine Aufgaben sind hauptsächlich Kontroll- und Instandhaltungstätigkeiten. Das heißt, ich bespreche mich morgens mit meinem Team, dann setze ich mich meistens kurz in meinem Büro, checke meine Mails und gucke, was ansteht, ne, ob ich Arbeiten zugeteilt bekommen habe. Und als nächstes setze ich mich in mein Auto und fahre dann eigentlich irgendwo rund um den Müggelsee, um eben halt die Galerien abzufahren, zu gucken, ist vielleicht irgendwo ein Rohrbruch. Ich gucke mir Brunnen an und ja, schaue halt einfach nach der Ordnung die meiste Zeit. Durch die Corona-Pandemie hat sich bei mir vieles verändert. Wir sind weniger Leute und mussten eben halt mehr Schwerpunkte setzen in Bezug auf unsere Arbeit. Was ist jetzt wirklich wichtig? Was muss an erster Stelle gemacht werden? Und uns so eben halt auch die Zeit ein bisschen besser einteilen, weil eben halt deutlich weniger Leute da waren. Dadurch, dass wir in Teams eingeteilt wurden, also Team A und Team B, nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, wenn in Team A jemand erkranken würde, hätten wir immer noch ein Team B, was dann, sage ich mal, Team A für die ganze Zeit auch ersetzen würde. Weitere Maßnahme ist eben halt, dass unser Krisenstab jetzt zweiwöchentlich tagt seit März. Das heißt, es werden immer neue Regeln beschlossen sozusagen, damit wir hier auch weiterhin bestmöglich geschützt sind. Bei uns in Berlin kommt es auf jeden Fall nicht in naher Zukunft zur Wasserknappheit. Wir sind sehr gut gewappnet. Unsere Brunnen funktionieren super. Dadurch ist halt natürlich auch die Trinkwasserversorgung weiterhin gesichert. Wir machen ja hier, sage ich mal, wirklich eine ganz normale Arbeit. Und die wird ja nicht nur hier in Berlin gemacht, die wird überall in Deutschland und der Welt gemacht. Nicht alle Leute wissen ja so wirklich, woher kommt eigentlich ihr Wasser, und dadurch waren wir noch nie wirklich Gesprächsthema und sind es natürlich dadurch jetzt in der Pandemie auch nicht gewesen, weil es ja einfach irgendwo auch eine Selbstverständlichkeit ist, ne, dass jeden Tag eben halt, sobald der Wasserhahn aufgedreht wird, Wasser aus dem Hahn kommt.